Auf Leihbasis aus Stuttgart gekommen ist Orel Mangala beim HSV ein Leistungsträger. Nicht nur in der Hinrunde, sondern auch im Trainingslager. Denn nach den Einheiten geht es für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler gleich zum nächsten Job. Als Mangala aus La Manga blickt Orel für die YouTube-Gemeinde hinter die Kulissen des Trainingslagers. Die Arbeit von Zeugwart Miro Zadach und dem Physio-Team hat er bereits vorgestellt. Und heute berichtet er über den, der normalerweise über ihn berichtet. Hallo, hier ist Orel Mangala in La Manga und ich habe eine Frage an Kai. Was macht hier Reporter den ganzen Tag in La Manga? Das Trainingslager ist eine ganz gute Möglichkeit, um ein bisschen intensiver bei euch zuzugucken, näher dran zu sein, ein paar mehr Gespräche zu führen als in Hamburg. Also zum Beispiel so, wie wir uns eben unterhalten haben für die Zeitung, das ist in Hamburg oft nicht so ganz möglich. Man versucht auch mal mit dem Sportchef einen Kaffee zu trinken und einfach mal so zu sprechen. Das ermöglicht dann auch hintergründige Geschichten, wie etwa das Interview mit dem aus Gambia geflüchteten Bakary Yatta am Vortag. Bei aller Kollegialität unter den Journalisten müssen die Berichterstatter aber auch exklusive Inhalte liefern. Kommt euch Journalisten gut untereinander aus oder gibt es Konkurrenz? Natürlich will jeder die beste Geschichte am Ende des Tages haben, aber es ist schon so, dass wir uns eigentlich in der Hamburger Medienlandschaft ganz gut verstehen. Und wie ist die Abendblatt-Überschrift morgen? Tatsächlich haben wir morgen zwei Seiten über den HSV. Wir haben eine Seite im Sport, wo ein bisschen der Verein, der e.V. des HSV im Fokus steht und natürlich ein bisschen das Trainingslager in La Manga, aber ehrlicherweise morgen ausnahmsweise ein bisschen kleiner. Und dann haben wir noch eine ganze Themaseite über den Präsidentenwahlkampf, hast du ja bestimmt mitbekommen. Und da ist die Überschrift, du Wahnsinniger. Wenn Kai jetzt noch gut Fußball spielen könnte, wie Orel Mangala berichten kann, wir müssten uns in Hamburg keine Sorgen mehr machen. Weitere Videos von Orel Mangala findet ihr im YouTube-Kanal des HSV. Vielen Dank, Orel, dass wir für den Seitenwechsel, und hat auf jeden Fall Spaß gebracht. Ja, hat Spaß gemacht. Okay.